Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal, ja, mit einer Neuheit, die ein Kickstarter war, den ich leider nicht mitgemacht habe. Da habe ich mich dann später geärgert. Aber nun konnte ich Trailblazers The John Muir Trail mir besorgen. Sogar mit dem kleinen Kickstarter extra Bonus schauen wir auch noch rein. Und mit euch zusammen möchte ich einfach mal dieses auf jeden Fall sehr schöne Spiel reinschauen. Machen wir mal die schöne Box auf. Ja, der John Muir Trail ist ein sehr bekannter und auch anspruchsvoller Wanderweg, der, glaube ich, von Yosemite in den USA losgeht durch, ich weiß gar nicht, mehrere Bundesstaaten. Auf jeden Fall ein sehr langer Trail, wo man sich wirklich gut vorbereiten muss. Wäre so mal richtig eine Lebensaufgabe, den zu laufen wahrscheinlich, sich darauf vorzubereiten. Und ja, in diesem Spiel tun wir das. Wir laufen diesen Weg und hier sieht man auch sehr schön, ja, tolle Natur auf jeden Fall. Ist auf Englisch. Ja, ist ein Kickstarter, aber auch auf Englisch. Ist auch bis jetzt nicht auf Deutsch, soweit ich weiß, angekündigt. Man sieht halt hier auf dem zentralen Spielfeld einerseits quasi den Weg, der hier lang geht, verschiedene Etappen und auch so ein Höhendiagramm, das auch ja ein Spielelement ist. Wir haben ein Spieltableau mit Rucksack und Ressourcen, die wir dort lagern können. Und verschiedene Felder, wo wir Aktionen nutzen können, Karten, die wir uns holen können und solche Dinge. Und ja, da ist auf jeden Fall einiges dabei. Und die Erklärungen des Wetters, der Karten, die dann im Spiel sind, hier das Persönlichen-Tableaus, welche Aktionen wir machen können, Acquire, Discover, Explore, es gibt halt noch verschiedene Karten, je nach Abschnitt, wo wir sind, die wir erkunden können. Und da sieht man auch sehr schöne Illustrationen. Genau. Also ist einiges dabei. Sunrise, dann die Hauptphase und Sunset, also auch tagesmäßig thematisch gut gehalten. Ja, und dann haben wir noch die Solo-Regeln und noch Mini-Expansions. Ja, und die sind hier auch dabei. Und ja, auf jeden Fall Solo-Regeln nicht so wahnsinnig aufwendig, ein bisschen anders, eine Koop-Variante sogar mit dabei. Und dann schauen wir uns erstmal das ja, ganz schöne Spielbrett an, würde ich sagen. Das ist doch dann relativ groß. Man sieht außen da eine Siegpunkteleiste, die so ein bisschen dezent zu sehen ist. Hier liegen ja, Wertungen, die wir uns holen können für das Spiel. Dann sieht man hier verschiedene Phasen, diese 10 Runden, 10 Tage, die wir unterwegs sind. Einsatzfelder sind ja auch. Hat man auch solche Plättchen liegen, je nach Spieleranzahl auch. Dann haben wir Wetter für die Tage, die natürlich das beeinflussen. Es gibt natürlich hier für den ersten Siegpunkt, es gibt hier unten noch eine Leiste, wo wir wenn wir Zelte aufschlagen, auch eine interessante Mechanik, hier unsere Zelte stellen können, bewegen können und dann noch Boni kriegen hier zum Beispiel, aber auch thematisch sieht man hier schon nochmal natürlich die einzelnen Berge, wie es hoch und runter geht, die verschiedenen Pässe, Mount Whitney, der ja das Ziel ist. Also ja, sehr schön gemacht. Und auf der rechten Seite des Spielbretts haben wir dann den Platz machen, Einsatzfelder. Die sieht man auch, bei 4 Spielern können sich halt mehrere oder 2 reinsetzen, sonst eine Person, kann man sich halt verschiedene Ressourcen holen. Hier liegen auch Karten aus, die man sich holen kann. Dann haben wir hier unten weitere persönliche Ressourcen, das sind so Naturressourcen, Feuer, Holz, Wind, Wasser, während wir hier im Essen Wasser in Flaschen ausruhen und Gesundheit quasi holen können. Hier können wir auch noch ja, gesundheitliche Schäden sozusagen, die wir haben, auch wieder wegbekommen. Und hier unten liegen Karten aus und auch hier können wir uns den holen. Die Kosten stehen wiederum hier drüber. Ja, und auf diesem Tableau werden dann die einzelnen Aktionen gemacht. Und dann haben wir hier diverse Standsbögen, die sich doch ziemlich ähneln. Wir haben hier verschiedene Wertungen, hier für jedes Tier ein Siegpunkt, für jeden Baum ein Siegpunkt. Wir haben hier wahrscheinlich den Startspielermarker, wenn man den hat, oder für eine bestimmte Aktion kriegt man diesen Marker. Verschiedene andere Plättchen, hier diese Plättchen für den eigenen Rucksack. Genau, und das geht halt hier weiter. Auch das ist auf diesem
Fahrt mit den Zelten gibt es hier auch so einen Marker, den man sich holen kann für, extra Siegpunkte. Und hier auch nochmal eine Wertung, ne, die zeigt, okay, 4 Karten, Forts and Features, diese Karten, die man sich holen kann, wenn man 4 hat, 12 Punkte, 3 8 Punkte, 2 6 Punkte. Und hier für Lakes, also Seen, hier war es für jeden River, also für jeden Fluss, ein Siegpunkt, hier für Meadows and Valleys, also auch ganz nett. Ja, ist einiges dabei, einige Abwechslung. Dann haben wir hier die Spieler-Tableaus, die sind halt auf der Rückseite einfach eine ganz nette Illustration, auch nochmal eine unterschiedliche, Little Yosemite Valley, Banner Peak, und hier haben wir halt unseren Rucksack sozusagen, wo wir Dinge reinpuzzeln. Das bringt dann wiederum Boni, wenn wir so eine Reihe fertig haben, beziehungsweise Siegpunkte. Und hier haben wir halt Möglichkeiten, Aktionen zu nutzen und auch unsere Ressourcen abzulegen, wobei man dann hier auch sieht, wie viel man dann jeweils davon maximal haben darf. Ja, dann haben wir hier ein sehr schönes Inlay, muss ich sagen. Das sieht wirklich toll aus, wo man die ganzen reinmachen kann. Wir haben hier Ringe. Das ist ganz witzig, denn das können wir uns gleich mal anschauen. Sieht man hier auch schon ein bisschen, man hat hier so Karten. Da macht man halt ja, wie so ein Wanderatlas draus und kann dann hier Aktionen nutzen, um die einzusetzen. Und die Karten schauen wir uns auch gleich an. Wir haben einen kleinen, sehr kleinen Stoffbeutel, um was rauszuziehen. Ja, große Karten, die wir uns gleich anschauen. Hier haben wir Tokens. Beziehungsweise ganz dicke Marker, Holzmarker, genau, das sind dann wahrscheinlich die Deluxe-Version, die hier dabei ist, die statt diesem Papp-Token hier eben Holz-Token hat, also ist auch sehr schön. Hier Holzmarker, die ja auch als Pappe dabei waren für die Aktionssteine, hier mit den Schuhen, damit können wir halt Aktionen nutzen. Wir können es auch natürlich mehr holen. Ich glaube, wir starten mit 3 und können jetzt noch 2 weitere Arbeiter sozusagen holen. Hier haben wir für Karten auch Möglichkeit. Hier haben wir auch ja, unsere Wanderer. Zum Beispiel Zelte auch. Also hier sieht man auch sehr schön ja, sogar ein Bär, hier ein Vogel. Ja, ein Wanderer, ein Zelt. Müsste man mal schauen, was jetzt genau für was ist. Hier weitere Zelte. Hier noch weitere Tiere, die für irgendwas, Vögel, die für irgendwas eingesetzt werden. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Und hier noch weitere Wanderer. Ah, also schöne Holzmaterialien natürlich. Ja, und dann haben wir natürlich eine ganze Menge Karten. Die holen wir jetzt hier alle mal raus. Und dann schauen wir da mal ein wenig rein. Haben wir alles, ja, haben wir erstmal. So, dann werde ich die hier mal auspacken und dann schauen wir da mal rein. So, dann haben wir hier die verschiedenen Karten von klein bis wirklich groß. Wir können hier mal die große anfangen. Steht ja auch eine kleine Bedankung. Thank you so much for your purchase of our first published game, Trailblazers Jamur Trail. And for supporting my Posa games, where our goal is to create and publish for some unbeautiful games with gameplay that deeply reflects theme. Ja, bin ich auf jeden Fall ein großer Fan. Also die wollen wirklich Wholesome ist also auch Wohlfühlspiele, wunderschöne Wohlfühlspiele, wo das Gameplay sehr stark eben das Thema auch widerspiegelt. Sehr schön. Und dann hier nochmal ein bisschen Werbung für Mariposa Games. Ja, und dann haben wir hier, das sieht man auch hinten drauf, für verschiedene Abschnitte des Trails hier Karten, die dann entsprechend aufgedeckt werden. Wahrscheinlich sind auch nicht alle im Spiel. Und dann hat man wirklich so einzelne Abschnitte des Trails und die Vernal Falls. Dann gibt es hier, weiß ich nicht, wahrscheinlich entweder man braucht oder man bekommt diesen Gegenstand für den Rucksack. Hier sind irgendwelche Ressourcen, ob man die abgeben muss oder bekommt, schwer zu sagen. Siegpunkte und hier nochmal ein Symbol, die ja für Wertungen wichtig war. Die Nevada Falls, den Half Dome, auch eine ganze Menge hier Ressourcen, was man vielleicht dafür braucht, um den zu betreten. Kriegt man aber auch 10 Siegpunkte. Also ich denke mal, das muss man wahrscheinlich abgeben, die Ressourcen. Die Cathedral Lake, die Tulum Meadows, Lambert Dome, Thousand Island Lake, Shadow Lake and Cascades,
Devil's Postpile. Ja, und es geht dann immer so weiter, bis natürlich dann weitere, hier auch auf wahrscheinlich ein sehr anstrengender Trail, diesen Butte Trail, die sind wieder schön, Sally Keys Lake, Lake of Lone Indian, of a Lone Indian. Ja, also wirklich sehr schön, und das sind halt so Aspekte oder Teile, die wir halt durchwandern. Genau. Und dann haben wir hier wahrscheinlich noch eine Hilfskarte, Gameplay Overview. Dann die Sunrise Phase, Draw and Place a Wither Token, Draw and Play a Trail Card. Dann kommt die Daytime, Place Tracks and Resolve Actions in any order, Elevate, Discover, Resupply, Hike, Explore and Acquire. Das sind die 6 Aktionen, dann haben wir, die wir machen können mit unseren Arbeitern. Und dann haben wir die Sunset Phase, die Rundenende Phase oder die Tagesende Phase von den 10 Runden. Sunset, Consume Food and Water, muss man halt Essen und Wasser zu sich nehmen. Retrieve Tracks, Refresh Field Guide Cards, Resources, Light Medaillen und Pass, also die Stadtspielermedaillen weitergeben. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die einzelnen Backpack-Kier, also was die einzelnen Sachen sind, die im eigenen Rucksack dann drin sind, für was, die sind ja für bestimmte Dinge wichtig. Und am Ende noch die Endwertung. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob das Bonus-Sachen waren, die über die Kickstarter-Kampagne dazukamen, weil die jetzt so extra sind. Aber auch nochmal diverse Orte. Dann haben wir hier Robo-Hiker. Das würden wahrscheinlich die Solo-Karten sein. Könnte ich mir vorstellen. Wobei das hier dann wahrscheinlich eine Wertung ist. Und hier halt Karten, die eventuell irgendwelche ja, Aktionen machen. Wir haben insgesamt, glaube ich, es geht über 12 Runden das Spiel genau, und wir haben 10 Abschnitte auf diesem Spielfeld, und wir müssen quasi bis zum Feld 10 kommen nach 12 Runden, sonst können wir gar nicht gewinnen. Also wenn du nicht ans Ziel kommst, ist klar, aber es sind 12 Runden genau, und je nachdem, in welcher Runde wir sind, macht dieser entsprechende Robo, also dieser Automa, dann andere Dinge. Spannend auf jeden Fall, mal schauen. Dann haben wir hier, ich habe die Regeln jetzt wirklich ausführlich gelesen, aber schon wieder vergessen, wie die Karten heißen. Auf jeden Fall sind das bestimmte Karten, die man auch bekommen kann und die halt hier zumindest einen Namen haben, aber eben schon ähnliche Illustrationen, wobei man hier sagen muss, die sind bestimmte Tierkarten, die liegen dann so auf dem Spielbrett aus und die bekommt man dann auch für bestimmte Ressourcen, haben ein bestimmtes Symbol und man bekommt wahrscheinlich ein bestimmtes eine bestimmte Symbol in den oder bestimmtes Ausrüstung in einen Rucksack. Die Karten hatten ja noch Kosten drüber, und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch dazu kommt. Oder aus dem Boni, weil für Siegpunkte wahrscheinlich bekommt man die dann auch noch. Genau. Teil Siegpunkte, hier kann man so einen Schaden von sich nehmen. Hier wieder Siegpunkte, hier bekommt man ein Holz. Entsprechend ist, wie gesagt, immer das Symbol. Wenn man das schon hat, zum Beispiel hier das Schweizer Messer, und wenn man dann nochmal irgendwie durch diese Karte oder durch einen anderen Effekt nochmal das bekommen würde, das gibt es ja bloß einmal für den einen Rucksack, dann würde man mit dem Zelt auf diesem Track nach vorne gehen, wo diese Höhenangaben drauf waren. So rückt man davor. Also auch sehr schöne Illustration hier. Noch Natur, also alles das, was da in dem Trail auch vorkommt, an Tieren, an Vögeln, an Pflanzen. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine Menge kleine Karten. Dann haben wir diese Fahrtkarten heißen, ich glaube, wenn ich jetzt nicht irre. Und da kann man ziehen und die bieten halt bestimmte Boni oder Vorteile. Und die kann man, glaube ich, nur spielen, wenn man dieses Symbol wieder hat. Also in dem Fall ist das, glaube ich, so. Dann kriegt man Siegpunkte und dann ist eine Aktion. Get Trail Advice from a Ranger. Ja. Share your foot with hikers who lost their There's to the beer, also wahrscheinlich bekommt man diese Symbole dann doch wieder. Würde ich jetzt fast sagen. Share water with a hiker in need, also das sind dann mehr thematische Dinge. Die Siegpunkte und die Symbole sind wahrscheinlich das Entscheidende. Unicorn Creek, hier bekommt man entsprechende diese Ressourcen. Hier bekommt man eben 2 davon, hier kann man sich eine aussuchen. Ja, interessant. Nochmal genau anschauen, was das ist. Hier haben wir noch ein paar dunkle, die allerdings genauso aussehen, aber die ein bisschen dunkler sind, und weiß nicht, very sick, das sind dann eher negative Geschichten. Wahrscheinlich muss man dann Dinge abgeben oder
Equipment Failure. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen, welche Effekte die Sachen haben. Dann haben wir hier einen weiteren Stapel Karten. Sehr unterschiedliche mit Zahlen drauf. Das könnte natürlich eventuell, schwer zu sagen, für die einzelnen Abschnitte sein. Irgendwelche Effekte, die vielleicht triggern. Hier sind auch noch Zahlen drauf. Ja, zwei unterschiedliche farbige Zahlen. Man merkt schon, Regellese alleine ist so eine Sache. Muss das doch wirklich mal vor sich haben und spielen. Und dann haben wir noch weitere Karten und da haben wir bestimmte, vielleicht ist es auch eines von diesen, da gab ja noch Module drin, die mit reinkommen, das kann durchaus sein. Was haben wir hier? Den Meteorologist, Inclement Weather does not affect you. Pay no extra natural resources to move if required. Also da, wenn man diese Fähigkeit Meteorologist hat, dann beeinflusst einen das Wetter nicht und muss nicht zusätzliche Ressourcen bezahlen, wenn das Wetter schlecht ist. Was haben wir denn noch? Fire and Water. Whenever you take the Acquire Natural Resources Action, also wenn man dann Arbeiter reinsetzt, um Ressourcen zu bekommen, für Feuer oder Wasser, bekommt man ein Mehr von diesem Typ. Also das sind besondere Fähigkeiten, die einen halt stärker machen, die besondere Boni bieten. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier auch noch welche. Be the first hiker to gain access to the High Sierra Lodge. Das sind auch zusätzliche Siegpunkte, Ziele, Zwischenziele vielleicht. Hier zum Beispiel diese First Hiker to remove a Hardship Token. Also wenn man als erster so einen Token wieder abwirft, bekommt man vielleicht hier 3 Siegpunkte. Diese First Hiker, also der erste Wanderer, der Red's Meadow erreicht, das ist Schritt 6 auf dem Elevation Chart, das ist der untere Chart, mit dem Zelt, wer da als erster ist. Und dann haben wir welche, die ein paar mehr Siegpunkte bringen. At the end of the journey, have the most peaks and passes destination cards. Also am Ende der Reise musst du die meisten Gipfel und Pässe, also Bergpässe, Zielkarten haben. Das sind ja Endwertungskarten immer at the end. Ja, interessant auf jeden Fall. Und was auch spannend ist, das sind diese Karten. Hier haben wir solche Trail-Karten. Und da haben wir einmal grün und einmal rot. Da muss ich mal schauen, wie die zusammengebaut sind. Auf jeden Fall haben wir hier verschiedene Abschnitte drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind also wirklich diese 10 Abschnitte, da bekommt wahrscheinlich jeder Spielerin, jeder Spieler, das könnte auch dieses Symbol hier unten sein. Gute Frage. Vielleicht wird das auch irgendwie zusammengepackt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nutzt man dann diese auch, um Aktionen zu machen. Genau. Und die werden dann mit solchen Metallringen, die ja auch hier drin waren, genau, werden die hier zusammengeklemmt. Und da gibt es mehr als 4. Die mitspielen können und man verteilt ihr zufällig, damit das ein bisschen Abwechslung ist und die immer unterschiedlich auch die Aufteilung hat und man ein bisschen anders planen muss damit. Ja, dann habe ich hier natürlich noch vergessen, in die kleinen Zusatzkarten, die ja Boni waren. Man sieht also, man hat noch mal diese Fahrtkarten einige dazu bekommen und diese bieten halt auch hier pay one less natural resource of your choice when acquiring Berg Destination Card oder hier a Lake Destination Card oder was auch immer. Also da müsste man die Symbole natürlich sehen. Ein bisschen klein. Hätte man vielleicht hier, das ist immer gleich, hätte man das ein bisschen größer machen können, zumindest das Symbol hier irgendwie hin. Aber ja, da ist noch ein bisschen mehr Abwechslung und nochmal ein kleines Modul wahrscheinlich, was hier dabei ist. Ja, das war mein Blick in das Spielmaterial, was ich sehr, sehr schön finde, von Trailblazers. Wir machen es mal wieder groß. Das ist John Moore Trail. Ein sehr spannendes Spiel, weil ich ja sehr auf Spiele stehe, die eben diesen starken thematischen Unterbau haben. Also ich spiele natürlich auch gerne Eurogames, auch deutsche Eurogames, aber doch, man muss ehrlicherweise sagen, viele deutsche Brettspielautoren, die haben halt irgendwie eine Mechanik und dann baut der Verlag oder der Redakteur noch irgendwie ein Thema drauf. Das kann natürlich trotzdem gut funktionieren. Ich mag aber so den Ansatz, gerade der aus dem amerikanischen Bereich aufkommt, wo eben wirklich sich gesagt wird, ey, ich will ein Spiel in dem Fall zum John Moore Trail machen. Welche Mechaniken würden da Sinn machen? Das merkt man oft irgendwie mehr im Spiel. Ja? Die Spiele sind vielleicht manchmal mechanischer nicht so tight oder nicht so, haben nicht so eine krasse
strategische Mechanik vielleicht drin, aber ich finde sie doch deutlich thematischer. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr da besser findet. Ja, findet ihr den Ansatz hier so eher vom Thema zu kommen und dann darüber die Mechanik zu entwickeln besser, oder findet ihr eher so die tolle Mechanik erstmal sich ausdenken und dann irgendwie ein Thema draufpacken? Was findet ihr besser? Ja, und da würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Natürlich auch gerne ein Abo des Kanals und mal auf abenteuer-brettspiele.de solltet ihr auch vorbeischauen, meiner Website mit meinem regelmäßigen Podcast, mit vielen, vielen Artikeln rund um Brettspiele, der großen Spieldatenbank, dem Brettspiel-Cover-Quiz und vieles mehr. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!